Hallo, guten Morgen, meine lieben Menschen da draußen. So, Ostersonntag. Ich mag übrigens keine Feiertage. Ja, da ist immer so ruhig, so still. Ich weiß nicht, wie es bei euch da war. Gestern war bei uns bis nachmittags der Himmel und die ganze Luft gelb. Ne? Und kein Grashalm bewegte sich. Ne? Ja, war richtig unheimlich. Ne? Ja, und man hat schon nicht gut gefühlt. Ne? Ich habe auch verschiedene Leute gefragt, das muss in anderen Orten genauso gewesen sein. Ne? Gegen Nachmittag hat sich das Ganze dann ein bisschen gelichtet. Ne? Jo. So, und heute, da legen wir mal einfach mal gucken, was kommt. Ne? Jo. Also kein Thema, einfach mal gucken, was will uns Gott oder die geistige Welt sagen. Ne? Jo. Da habe ich die Point of View von der Nadine Breitenstein, habe die Kipperkarten von der Regula Elisabeth Fichter, so und ich habe mal noch die Point of View 4, habe ich auch von der Nadine Breitenstein. Ne? So, gucken wir mal. Ja, Ostern ist ja eigentlich schön, aber habt ja bestimmt schön geschmückt alle. So, die Wochenlegung, die war ja schon mal sehr hoffnungsvoll. Ne? Gucken wir mal, wie es jetzt da aussieht heute. Ne? Was das so heute so könnte wichtig für uns sein. Im Namen Gottes. Ne? Neue Partnerschaften kommen auf einen zu. Ne? Das wäre ja alles schön positiv. Jetzt muss es sich nur noch erfüllen. Ne? Im Namen Gottes. Ach Gott, traurige Nachrichten, schmerzhaftes. Unannehmlichkeiten, Auseinandersetzungen, in der Liebe Enttäuschung. Ja, Narzissten oder die überhaupt diese toxischen Leute, ne? Die benehmen sich ja an den Feiertagen besonders scheiße, ne? Das kann man gar nicht mehr anders sagen, ne? Kann sein, dass du unter leichteren Krankheiten wie Erkältung, Grippe oder psychosomatischen Beschwerden leidest, ne? Jo, vielleicht hast du auch jemanden verloren und trauerst ein bisschen, ne? Jo, für die, die wir heute arbeiten müssen, vielleicht fühlst du dich dort nicht mehr wohl, ne? Kriegst die erhoffte Beförderung nicht oder schlechter bezahlte Stelle. Jo, genau. So, die verdeckten Einflüsse, Wohnzimmer. Hier dreht es sich um deinen eigenen Bereich, um die Privatsphäre, um deinen häuslichen Bereich, um deinen Wohnraum, ne? Ja. Hier steht irgendetwas ins Zimmer. Ne? Es kann sein, dass du, weil ich ja gestern in der Wochenlegung neue Liebe hatte, die wahre Liebe, die echte Liebe, dass du da jemanden kennenlernst. Vielleicht gehst du ja vor die Tür. Ne? Seelische Verbundenheit, Geborgenheit, Liebesnest. Oder du arbeitest von zu Hause aus. Vielleicht bist du auch arbeitslos. Wohnzimmer steht auch. Der Körper ist ja quasi das Zuhause der Seele und Psyche. Ne? Ja, genau. Im Namen Gottes. Vielleicht hast du auch ein bisschen finanzielle Schwierigkeiten. Das kann auch sein. Was ist denn wichtig? Oh, und fahr auf das Geld. Also kommt schon mal etwas, was besser wird, ne? Eine positive Entwicklung. Etwas, was du dir selbst erarbeitet hast. Neue Verträge, Geschäftliches, ne? In der Liebe. Da bist du ja sehr enttäuscht, ne? Ja, da lernst du jemanden kennen, findest einen Weg aus der Krise, überraschend eine neue Partnerschaft. Das könnte eventuell für Frauen ein vermögender Mann sein, ne? Beruflich kriegst du trotzdem diese Gehaltserhöhung, eine besser bezahlte Stelle oder einen guten Nebenerwerb, also egal was jetzt da liegt, ne? Hier wird sich eine Angelegenheit, obwohl du nicht mehr dran glaubst, gut entwickeln. Ne? Sollst aber ein bisschen selbstaktiv mitarbeiten. Ne? Unerwarteter Geldbetrag, unverhofft. Ne? Ja, egal aus welcher Ecke. Ne? Im Namen Gottes. Was ist denn heute noch wichtig? Oh, viel Geld gewinnen. Materielle Vermehrung. Ne? Geldgeschenk. Ja, manche kriegen ja zu Ostern noch was geschenkt, ne? Oder haben Geburtstag, kriegen was geschenkt, ne? Vielleicht machst du aber auch eine Erbschaft, ne? Von jemandem, der wo dich in der Vergangenheit mal sehr gern hatte, ne? Ja? Lotto, das Spielglück,
ne? Aber nicht rennen da ins Spielcasino, ne? Das macht süchtig, ne? Vielleicht hast du einen Partner, der der größte Gewinn ist, oder lernst den kennen. Verdienst beruflich mit deinen Talenten Geld, etwas, was man gerne macht, ne? Macht man auch gut, ne? Also wenn du hier auch nach dem Ausgang einer Angelegenheit fragst, ne, kannst du mit Erfolg rechnen. Hier greift das Schicksal ein und packt zu, ne, wenn das Schicksal dir hold ist. Ne? Ja. So, die lege ich mal weg. Da hole ich heute mal nur 4. Was ist denn heute noch so wichtig, ne? Ja, wenn du eine neue Partnerschaft kennenlernst, ne, jemand, der wohl dich wirklich liebst, ne, du ihn liebst, ne, du vielleicht aus einem sehr dunklen Loch rauskommst. Egal, ich weine der Zeit nicht hinterher, was ich jetzt hab, ist so viel mehr, denn ich hab dich. Das alles ist mir nur passiert, damit du mein Herz berührst. Ne, vielleicht bist du durch eine lange dunkle Seelennacht getappt, ne? Giraffe. Du siehst Dinge, die wo andere nicht sehen, ne? Nutze diese Erkenntnis, denn du bist allen einen Schritt voraus, ne? Die Giraffe guckt ja von hoch oben, ne? Ja. Ruine. Hier findest du in einer Ruine, also irgendetwas, was kaputt ist, ne, findest du eine Rose. Sieh genau hin, da ist scheinbar noch nicht alles verloren, ne. Ja, das kann irgendeine Situation, eine Freundschaft, eine Partnerschaft, die wohl nicht toxisch war, sein, ne. Ja, oder irgendetwas, wo du glaubst, jetzt ist es vorbei, ne. Im Namen Gottes. Was ist denn heute noch wichtig? Ja, irgendeine Situation macht dir scheinbar Sorge, ne? Und um diese Situation zu bereinigen, da musst du mehrmals Anlauf nehmen, ne? Ja, Die Waschmaschine. Tiefkühltruhe. Oh, hier ist jemand eiskalt zu dir, ne? Hier ist eine Person plötzlich eiskalt zu dir, ne? Und weiß nicht, was sie will, ne? Und lässt das vielleicht an dir aus, ne? Umgib dich mit Menschen, die deine Zuneigung und Liebe auch zu schätzen wissen, ne? Ja? Außerdem hast du hier jemanden um dich im Namen Gottes, wo dich beobachten könnte, ne? Aber wo du gar nichts davon weißt. Das kann online sein, in der Nachbarschaft sein, das kann ein Ex sein, ne? Es kann aber auch jemand sein, der wo um dich ist, ne? Ja? Genau. Im Namen Gottes. Also an den Feiertagen sind die Karten immer schlechter, ne? Im Namen Gottes. Waldbrand. Hier könnte irgendeine Situation passieren, da musst du schnell handeln, damit du Schaden begrenzen kannst. Aha. Jo, immer an den Feiertagen, ne? Da fährt auch am allermeisten der Krankenwagen, ne? Ja. Außerdem hast du überall den richtigen Riecher. Und wirst bald eine wichtige Entdeckung machen, der Spürhund. Ja, ob die positiv oder negativ ist, das sagt diese Karte ja wieder mal nicht aus, ne? Können wir am Stoppen riechen, ne? Ja. So, gucken wir mal weiter. Was sollst du denn heute noch wissen, ne? Wenn ich die Rose sehe, denke ich immer an Schöne und das Biest, ne? Vielleicht lernst du jemanden kennen, nach außen harte Schale, aber innen weicher Kern, ne? Aber erst immer prüfen, ne? Drum prüfen, wer sich ewig bindet, ne? Ob sich in dem jemand Herz befindet, ne? Im Namen Gottes, die Titanic. Hier geht irgendein Projekt unter. Titanic, da werden ja immer diese toxischen Leute damit verglichen, ne? Ja, etwas, was vielversprechend aussah, ne? Das sollst du selbst einen Plan B bereithalten. Also, wenn du solltest auf der Titanic sitzen, ein Rettungsboot schaffen, ne? Ja. Im Namen Gottes. Wie geht es denn weiter? Wassermelone. Hier bahnt sich eine zuckersüße Affäre an, ne?
Ja, ob daraus die Liebe deines Lebens wird, das weiß man ja immer nie genau, ne? Hängt davon ab, wie geduldig du bist. Ja, das muss sich ja langsam entwickeln, ne? Ja, Hauptwasserhahn. Oh, hier ist jemand leichtsinnig, ne? Leichtsinn wird bestraft. Wer nicht hören will, muss fühlen. Das sind ja auch immer diese toxischen Leute. Den kannst du ja 100.000 Mal sagen, mach das nicht, da kommen schwere Konsequenzen. Da kriegen die schwere Konsequenzen und machen etwas trotzdem, ne? Die sind halt eben wie diese sinkende Titanic, ne? Triff du besser die nötigen Sicherheitsvorkehrungen, ne? Damit es kein böses Erwachen gibt, ne? Hier schwelt irgendwas, das Brennglas. Das Bündeln von Hitze im Namen Gottes kann zu schwerwiegenden Folgen führen. Ja, auch immer durch diese toxischen Leute. Hier schwelt etwas um dich herum, ne? Oder vielleicht sogar in dir. Vielleicht platzt ja bald der Kragen, ne? Hier kommen Geheimnisse ans Licht. Hier kommt irgendwas raus. Im Namen Gottes. Aber das Schreckliche wird überwunden, ne? Depressionen heilen endlich, neue Kraft kannst du mal tanken, vielleicht bist du ja total erledigt, ne? Und das gesellschaftliche Leben verändert sich zum Positiven, ne? Oh. Seltsame Karten heute, als wie wenn die geistige Welt auch ausruht und nicht weiß, was sie will. Ja. Im Namen Gottes. Aber es wird besser. Wie geht's denn weiter? Oh, hier könnte jemand aus der Vergangenheit zurückkommen, ne? Ja? Jemand, mit dem, wo du eventuell eine Beziehung führen wirst, ne? Oder neue Verträge machst, vielleicht greifst du auch neue Projekte auf, vielleicht kommt hier aber auch jemand auf dich zu, Anwalt, Makler, Notar, ne? Mit dem, wo du neue Verträge machen kannst, vielleicht bist du aber auch an jemanden von der Vergangenheit, der, wo seine Macht gegen dich einsetzt, noch gebunden, ne? Ja? Jemand, der wo eventuell süchtig ist, der Fisch, ne? Ja? Achte auf deine Seele, ne? Es kann aber auch sein, dass hier jemand aus der Vergangenheit zurückkommt, der wo nicht toxisch war, der richtige Partner, Seelenpartner, das habe ich ja hier auch, Weg aus der Krise, ne? Jemand, der wo so sensibel ist wie du, ne? Ja, glückliche Entwicklung, ne? 4 Tage, 4 Wochen, ja, 4 Tage, 4 Wochen, aber auch vielleicht innerhalb von 14 Tagen, das kann auch sein, ne? Kommt es hier zu einer glücklichen Entwicklung in deinem Leben, mit deiner Gesundheit, ne? Du findest deinen Platz im Leben, jo. Und weißt, wo du hingehörst, ne? Im Namen Gottes. Stimmen im Wind, die sie rufen, wenn der Abend beginnt. Sei nicht traurig, Susanne, es fängt alles neu an. Stimmen im Wind, die so zärtlich und so liebevoll sind. Sei nicht traurig, Susanne, es fängt alles neu an. Im Namen Gottes. So, du sprichst auf jeden Fall mal deine Wahrheit aus, ne? Ja, das bist du, der Elefant, ne? Und durch deine Wahrheit wirst du siegend Erfolg haben. In den Krafttierkarten steht der Elefant, dass all deine Pläne und Vorhaben gelingen werden, ne? Dass du auch kannst diese Projekte da, vielleicht machst du neue Projekte, auf jeden Fall sprichst du deine Wahrheit aus, ne? Ja? So, du bist sehr sensibel, familienorientiert, wie der Elefant, ne? Eventuell befindest du dich in einer dunklen Höhle, ne? Ja, das kann bedeuten, dass du toxische Leute um dich hast oder Lebenssituationen hast, die wohl sehr schwierig und dunkel für dich sind, ne? Aber du findest den Ausgang, ne? Ja. Hier hat dir jemand deinen Kelch geleert. Aber man könnte diesen Kelch auch als den heiligen Gral sehen, ewiges Leben, dass wir heute darauf hingewiesen werden, ne? Dass wir ewig leben, ne? Wir sind ja eigentlich Geistwesen in einem Körper, ne? Ja? So, und du kriegst Hilfe und Unterstützung, ne? Ja? Oder holst dir Hilfe und Unterstützung. Heute kommen die Würfe ein bisschen, alles ein bisschen verwurstelt. Im Namen Gottes, was ist denn doch wichtig?
Oh, ja, hier verführt dich jemand oder hat vor, dich zu verführen, ne? Hexenhäuschen, sei vorsichtig, ne? Jemand, der wohl sich eventuell darstellt wie der König eines Hofstaats, der wohl dir nur die ganze Verantwortung aufladen will, ne? Etwas, was süß aussieht, muss nicht immer süß sein, ne? Deswegen passt ein bisschen auf, ne? Wenn du jemanden kennenlernst oder bei jemandem, wo du schon weißt, dass er hinterlistig ist, ne? Ja, jemand will dir hier Verantwortung aufladen, ne? Ja. So, du kriegst aber Hilfe und Unterstützung über Freunde, jemand, der wohl dich lieb hat. Hier habe ich einer der sieben Zwerge, ne? Schneewittchen, die bekam ja Hilfe von den sieben Zwergen, ne? Ja. So, eventuell fährst du jetzt heute oder über die Ostern vielleicht an ein Gewässer, ne? Lernst dort jemanden kennen. Gewässer stehen aber auch für Gefühle, ne? Dass hier etwas fließt und hier etwas Neues auf dich zukommt, weil Wasser steht auch für Erneuerung, ne? Ja, eventuell lernst du an einem Gewässer, am Meer, am See, am Weiher, am Teich oder an einem Flüsschen, kann auch ein Bach sein, ne? Lernst du eventuell jemanden kennen, jemand, der wo gut zu dir passt, ne? Jemand, der wo mit dir seelenverwandt ist, ne? Weil das habe ich ja in den Karten auch, ne? Weg aus der Krise, überraschend eine neue Partnerschaft, ne? Ne? Heute fängt dein neues Leben an, deine Liebe, die ist schuld daran. Alles ist so wunderbar, dass man es kaum verstehen kann. Im Namen Gottes. Was will uns denn die geistige Welt noch sagen? Die wohl heute scheinbar auch ein bisschen trottelig ist, weil alles so verwurschtelt ist. So, oh, du wirst an deine Unendlichkeit erinnert, ne? Ja, hier habe ich das Unendlichkeitszeichen, ne? Das habe ich ja da oben mit dem Gral auch. Du bist ein unsterbliches Wesen, ne? Ja, und hier liebt dich auch jemand, eventuell unendlich, ne? Was habe ich denn hier? Einen Vogel. Ja, Stress könnte auch drohen, ne? Ja. Oder die geistige Welt schickt dir Zeichen über Vögel, ne? Ja. Wie du kannst deinen Platz im Leben finden, wie sich deine Gesundheit gut entwickelt, ne? Ja, schick dir irgendwelche Zeichen, ja, wie du dich halt eben gut entwickeln kannst, ne? So, hier habe ich aber auch wieder die Beißzange. So, da habe ich irgendetwas. Ja, es kann sein, dass was kaputt geht, ne? So. Und dass du halt eben musst irgendwas reparieren, ne? Ist ja möglich, ne? Das hält ja von den Feiertagen nicht halt, ne? Kann aber auch sein, dass hier jemand wie eine Beißzange an dir festhält, ne? So, du kriegst auch starke Hilfe, ne? Ja, hier habe ich den Drachen. Drachen sind auch Weggefährte, ne? Die galten ja in der Mythologie nicht immer nur als böse, ne? Die galten auch als Weggefährten, starke Weggefährte, ne? Vielleicht lernst du so einen Partner kennen, ne? Ja, der wohl stark ist. Was ist denn das? Oh, sieht aus wie eine Schlange. Also du hast hier jemanden, der wo toxisch ist in deinem Umfeld, ne? Ja, auch wenn du jemanden neuen kennenlernst, immer gut aufpassen, ne? Hier sind toxische Leute um dich, ne? Toxisches Umfeld, irgendein Rivale könnte dir auch eventuell das Leben schwer machen, ne? Jemand durch den, wo du in die Wüste geraten bist, wo du gar nichts mehr hast. Ne? Hier habe ich den Kaktus. Ne? So, dieser jemand, der hat dich mal verführt, ne? Hat dir den Himmel auf Erden versprochen, aber in der Wüste bist du gelandet. Ne? Also tatsächlich hast du wahrscheinlich keine Liebe, keine Wärme, kein Verständnis, kein Einfühlungsvermögen kommt darüber. Ne? Und vielleicht hast du auch tatsächlich. Bist du arm und hast nichts zu essen und nichts zu trinken genug, ne? Ja. So, hier habe ich den Triumphbogen. Der steht eigentlich dafür, dass du letztendlich triumphieren wirst, ne? Der steht ja in Paris, ne? Da war jetzt gerade ein Freund von mir, ne? Ja.
Ich war noch niemals in New York, ich war noch niemals auf Hawaii, lief nie durch San Francisco in zerrissenen Jeans. Ich war noch niemals in New York, ich war noch niemals wirklich frei. So, hier kommt irgendwas mit Sicherheit, ne? Für das du dich öffnen wirst. Du findest den Schlüssel zum Glück. So, in dem Schlüssel ist dein Herz, ne? Du öffnest dein Herz für die Liebe, ne? Du lernst ja jemanden kennen. Sollte das noch nicht der Fall sein, ne? Jemand, der wo treu und loyal ist, der wo dich liebt, ne? Es kann sein, dass da aus Freundschaft Liebe wird, ne? Ja. Glück wirst du haben. Hier habe ich das Kleeblatt, ne? Das habe ich ja hier oben auch, ne? 4 Tage, 4 Wochen, ne? So, was ist denn das? Mal nachgucken. 2 Vögel. Sieht aus wie 2 Vögel. Ja, es könnte tatsächlich in nächster Zeit der richtige Partner auf dich zukommen. Jemand, der wo richtig gut zu dir passt. Wir leben ja in der Offenbarung, ne? Alles, was nicht mehr zueinander gehört, wird getrennt, geht unter wie die Titanic, ne? So, und alles, was zueinander gehört, wird zusammenfinden, ne? So, was kommt denn noch? Haus. Ja, manche Probleme sind scheinbar aus Unbeweglichkeit heraus entstanden. Und sagt, dass ein Gegenüber keinen Zentimeter von seiner Meinung abweichen wird. Das sind auch immer diese toxischen Leute. Sturheit, das ist nie gut, weil dann lernt man nichts, ne? Wenn man stur auf Seins beharrt, ne, dann entwickelt man sich nicht weiter, ne? Hier dreht sich's aber auch um deine Haus, Wohnung, Gebäude, Garten, Besitz, Heimat, vielleicht um deine Ahnen, aber auch um dein Selbstvertrauen, ne? Denk immer dran. Lieber will ich mich zu Tode glauben, als nur noch einmal an mir selbst und an meinen Werten zu zweifeln, ne? Ja, vielleicht übst du beruflich Selbstständigkeit von zu Hause aus, beschäftigst dich vielleicht mit deiner Herkunftsfamilie oder der Familiengeschichte oder mit deinem Eigenheim. Ja. Es kann aber auch sein, dass du hier jemanden kennenlernst, wo sich eine Beziehung festigt. Ne? Ja. Hier dreht sich's auch eventuell um einen Partner oder Partnerin. Ne? Im Namen Gottes. Was ist denn noch wichtig? Zeig mal was. Was richtig schön ist. Ja, du visierst neue Ziele an, ne? Vielleicht fliegst du ja auch ins Ausland oder fährst mit dem Busbahn oder Auto irgendwo hin, machst eine Reise. Hier geht es auch darum, dass du hier eventuell einen Partner hast oder Ex-Partner oder jemanden, wo du kennengelernt hast. Jemand, der wo sich nicht festlegen will, verlassen oder verlassen werden will, ne? Ja, du sollst vorwärts gehen und vorwärts denken, nicht zurückschauen. Die längste Reise beginnt mit einem ersten Schritt, ne? Hier könnte etwas über Nacht passieren. Hier habe ich nämlich Fledermäuse, ne? Ja, genau. Also heute sagen die Karten im Namen Gottes nicht viel aus. Aber alles wird gut. Großes Glück, allerbeste Karte. Es kommt zu einer glücklichen Wende. Zur Wunscherfüllung, Zufriedenheit, Selbsterkenntnis, ne? Inneres Wachstum. Du bist nämlich nicht stur, ne? Weil nur wer offen ist für alles, kann auch wachsen. Ne? Hier warten glückliche Zeiten auf dich. Wunschpartner, beruflicher Erfolg, körperlich dann auch wieder Wohlbefinden. Ne? Wenn du den falschen Partner hast, da fühlst du dich körperlich auch nicht gut. Ne? Da wirst du sogar schwer krank, ne? Wenn du toxische Partner hast. Ne? Ja, Finanzen, vielleicht sogar Reichtum. Also diese Karte, ne, hebt die negative Karte jetzt alle auf, ne, und schwächt sie in ihrer Gesamtaussage ab und gibt auch in schwierigen Situationen Hoffnung und Zuversicht, ne. Hier ist Fortuna drauf, ne, also Glück wird über dich ausgeschüttet, ne. Ja. Ja, hoffen wir mal, dass das so kommt, ne. Ja. Endlich sehe ich das Licht und die Schatten ziehen vorüber. Endlich sehe ich das Licht und die Dunkelheit vergeht. Es ist warm und traumhaft schön und die Welt hat sich verändert. Tief in mir
kenn ich die Bedeutung, was ich seh, bist du. Ja, der Sieger. Ja? Es wird immer nur der angegriffen, der den Ball hat. Du bist ein Erfolgsmensch, ne? Also es kann sein, dass viele Leute aus Neid mit Pfeilen auf dich schießen, ne? Ja. So, und dort kriegst du Rettung in letzter Sekunde. Du bekommst eine Chance, für ein neues Leben anzufangen, ne? So, das wär's dann mal von mir. Ich freue mich wie immer über ein Like, einen Kommentar, wenn du meinen Kanal abonnierst, Glocke aktivierst. Da kriegst du die Videos angezeigt, ne, wenn du regelmäßig guckst. Jo, ich wünsche euch eigentlich allen noch einen schönen Tag. Heute scheint ja mal ein bisschen die Sonne. Vielleicht fährt ihr ja zu eurer Familie oder ein bisschen spazieren mit jemandem. Auf jeden Fall wünsche ich euch viel Freude heute, ne? Lasst euch nicht unterkriegen, ne? Und egal, wer euch angreift, der ist nur neidisch, ne? So, dann danke ich euch mal wieder fürs Zuhören und wünsche euch einen schönen Tag.